zusammen. Mein Name ist Markus Böhm und ich bin pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk im Beratungszentrum Montabaur. Heute live aus dem Homeoffice in wunderschönen Desen zugeschaltet. Und beim Bildungswerk bin ich unter anderem Ansprechpartner für Fachverbände und Sportorganisationen. Und heute freue ich mich, dass wir unsere Reihe Sportorganisationen im Fokus weiterführen können. Und wir wollen dabei etwas hinter die Kulissen schauen und über Aufgaben, Ideen und Herausforderungen reden. Und ich freue mich, dass Klaus Basler sich bereit erklärt hat, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, so wie wir beim Bildungswerk gerne sagen. Und ja, herzlich willkommen, lieber Herr Basler. Sie sind Vizepräsident beim Pfälzischen Sportschützenbund und unsere Zuschauer wollen sicher gerne mehr über Sie wissen. Was möchten Sie denn von sich preisgeben? Also ich sage auch von meiner Seite aus guten Morgen an alle, die da zugeschaltet sind. Hauptsächlich da auch noch guten Morgen an meine Gäste vom PSB. Die sehe ich auch, dass sie mit dabei sind. Mein Name ist Klaus Basler. Ich komme aus Wachenheim an der Weinstraße, bin verheiratet, 66 Jahre, von Beruf Tischlermeister AD, das heißt außer Dienst, ich bin Rentner. Und wann sind Sie denn zum Pfälzischen Schützenbund gekommen, Herr Basler? Also ich bin mit 12 Jahren eingetreten beim Sportschützenverein Wachenheim. Also das ist vor 55 Jahren und da wurde ich auch neues Mitglied beim PSB. Wird man dadurch ja beim Eintritt in einem Verein automatisch. Bin bis heute dort noch Mitglied, sonst wäre ich auch heute nicht dabei. Bin aktiver Sportschütze und bin auch im Ehrenamt tätig, so an die 40 Jahre. Ja, und habe mich jetzt sozusagen hochgedient bis rein ins Präsidium. Ja, das ist so, denke ich mir, in vielen Verbänden so der klassische Lebenslauf eines Verbandsfunktionärs. Aber mich würde auch so die persönliche Motivation interessieren und können Sie sich noch daran erinnern, warum und wie Sie damals zum Schützenverein gekommen sind? Weil das war ja mal die Grundlage dafür, dass Sie dem Schützensport so lange treu sind. Gab es Kumpels, gab es Vorbilder? Wie ist das bei Ihnen gewesen? Ich habe das Schießen verfolgt mit jungen Jahren im Fernsehen und dann hat man so über die Schule dann der ein oder andere Kollege da gehabt und es hat mich an für sich immer interessiert, auch als junger Bub hat man ja immer so ein bisschen einen Schweizer Kracher dabei gehabt und dann bin ich hier zum Schützenverein Wachenheim gekommen. Und dann habe ich dort halt sozusagen die anderen Dinge, was Sportschießen dann heißt und hat mich dann über die Jahre hin begeistert und bin bis heute dem Thema treu geblieben. Wenn jetzt ein junger Mensch Interesse am Schießen hat und geht dann auch in einen Verein, womit fängt man dann üblicherweise an? Mit welcher kann man sich das aussuchen? Gibt es bestimmte Waffen, die für Einsteiger sind? Wie läuft das normalerweise? Also wenn ein Junger kommt, muss man mal abschätzen, in welchem Alter man jetzt hier einen Jugendlichen vor sich hat. Ist er sehr jung? Wir können ja erst sozusagen ab 12, aber das ist auch manchmal schon etwas spät. Wir können auch schon, wenn er kräftig ist, mit 10 und dann fangen wir an mit dem Lichtgewehr. Es ist so ein leichtes Gewehr, wo ein Laser eingebaut ist und funktioniert so ähnlich wie das Biathlon. Von dort aus geht es dann ab 12 Jahren weiter, wo man dann sieht, entweder jetzt Luftgewehr oder Luftpistole, da muss man auch schauen, man muss mal beides probieren und auch dann das Thema begutachten.
Und dann geht es, je nachdem, wie gut er sich dann über das Jahr entwickelt, kann man dann auch anfangen mit Luftgewehr-3-Stellung und dann später rein auch mit dem klassischen Kleinkalibergewehr oder Kleinkaliberpistole. Da ist ja dann doch die Möglichkeit, sich nachher noch ein bisschen zu spezialisieren. Vielleicht für die Zuseher nochmal so einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten Ihres Verbandes geben. Was macht der Verband? Wo unterstützt er die Menschen in den Vereinen? Ich habe mich im Vorbereiten auf der Sendung ja auch mal ein bisschen auf Ihrer Homepage umgesehen. Da ist ja auch von Armbrust die Rede, von Bogen, Halle und Bogen draußen. Also es ist ja eine vielfältige, vielfältige Angebot in Ihrem Verband. Können Sie kurz ein bisschen Überblick über die Struktur, also die Möglichkeiten im Verband und Ihre Tätigkeiten mit Ihren Kollegen im Vorstand geben, was da zu tun ist, wo Sie die Vereine unterstützen? Also wir sind ein Verband mit ca. 30.000 Mitgliedern und haben hier, wie Sie schon etwas erwähnt haben, haben wir Sportler im Bogenbereich, im Kugelbereich und haben Sportler im Wurfscheibenbereich. Wir sind Dienstleister mit einer Geschäftsstelle in Neustadt und sind halt auch für unsere Vereine, Mitgliedervereine und Kreise da zuständig und tun die in allen Bereichen und Fragen und was alles dazugehört, unterstützen. Unsere Hauptaufgabe, sage ich mal, liegt in der Mitgliederverwaltung in allen Bereichen, weil da gibt es ja dann ja auch Meldungen, Sportbund, Lehrgänge und. Wir machen Hilfestellung bei Anträgen von Sportstättenbau, von Sportgeräten für die Vereine. Wir sind aber auch verantwortlich für die Durchführung der Landesmeisterschaften in allen Disziplinen, die wir haben. Ob das jetzt Gewehr, Pistole, Wurfscheibe ist, Armbrust, die an sich als letzte Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ja dient. Auch da sind wir gefordert und für unsere Mitglieder da. Wir betreiben Ausbildung für die Vereinstrainer, die in der Jugendarbeit den ersten Grundstock legen. Wir sind aber auch verantwortlich für die Ausbildung unserer Trainer und auch Spitzentrainer. Wir machen auch Lehrgänge. Irgendwie ist Bild etwas schwächer geworden. Ist alles gut, es kann schon mal sein, dass da alles so eine Art Schonungsmodus ist. Ich sehe Sie super und ich höre Sie super. Und manchmal, wenn Sie einfach die Maus nochmal berühren oder ein bisschen rüberziehen, jo, dann kann es sein, dass... Jo, ja, haben wir wieder im Griff. Genau, da ist so eine auch eingebaute Zeitschaltuhr. Wenn einer von uns beiden zu lange redet, dann wird der Bildschirm dunkel und das ist das ein Hinweis meistens für mich, dass ich mich beeilen soll. Mehr mit dem Kopf packen. Ja, also wir sind dann auch verantwortlich für die Ausbildung, da sind wir ja stehen geblieben, für die Trainer und Spitzentrainer. Und wir sind aber auch verantwortlich, sodass Jugendliche herangeführt werden, dass sie dann zum Jahresende dann ihre Qualifikationen schießen, bis hin zum Spitzensport in den NK2-Kader, beziehungsweise von dort aber auch weiter in den Nationalkader und auch in den Olympiakader, wo wir ja alle hinwollen. Goldmedaille gewinnen ist für alle unser Ziel. NK2 ist praktisch die Warteschleife für den Nationalkader, habe ich das richtig interpretiert? Also der NK2, das ist der unterste Kader, die Landesverbände haben. Und von dort aus geht es dann weiter über die Sichtungsschießen in den NK1, Nachwuchskader, Förderkader, Olympiakader. Aber wir sind für den untersten Kader, Rheinland-Pfalz, sind wir dann da auch zuständig.
Okay. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge und ja, beim Thema Ausbildung haben mir natürlich die Augen geleuchtet. Als Weiterbildungsorganisation ist das auch ein Punkt, der uns sehr interessiert. Vielleicht verbunden auch mit einem Hinweis an unsere Zuschauer. Wenn Sie Fragen haben, die ich vielleicht jetzt gerade nicht stelle und die Sie als interessant erachten, die Sie gerne den Klaus Bassler fragen würden, können Sie das gerne in den Chat schreiben und entweder sehe ich die Frage und werde versuchen, sie einzubinden und Herr Bassler wird versuchen, die zu beantworten oder meine liebe Kollegin Annika, die im Hintergrund die Regie macht und teilweise auch die Texte schon in den Chat geschrieben hat, die wird mich dann gegebenenfalls darauf aufmerksam machen. Und was wir hier in der Sendung klären können, machen wir gerne und ansonsten können wir auch im Nachgang noch dem einen oder anderen die richtige Antwort zukommen lassen. Herr Bassler, zur Ausbildung. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es bei der Bildungsarbeit ja auch viel um Planung geht. Mit welchem Vorlauf werden Ihre Veranstaltungen geplant und was beeinflusst die Auswahl der Themen? Also ist das alles strikt vorgegeben oder ist es bei den Inhalten so, dass Sie auch in Kontakt mit den Vereinen sind und bei den Vereinen zum Beispiel auffährt, also in dem Bereich, da sehen wir noch Weiterbildungsbedarf, könnt ihr da für uns was anbieten? Also wie läuft das normalerweise ab? Wir planen zu Jahresbeginn unsere Lehrgänge, die in unterschiedlicher Form an für sich sind. Ob das jetzt Lehrgänge sind für Vereinsorganisation oder die Vorstufen für unsere Trainer C-Basislehrgänge. Da sind ja noch drei weitere Lehrgänge vorgeschaltet, die sich dann da auch untergliedern in verantwortliche Aufsicht, Skisportleiter und auch die Waffensachkunde. Und je nach Lehrgänge haben wir an der sich eine, sag ich mal, eine kurze Vorbereitungszeit von 3 Monaten. Das sind dann sozusagen dann Lehrgänge, wo dann an einem Tag oder an einem Wochenende ablaufen. Wenn es aber Lehrgänge sind, die längere Tage sind, brauche ich an der sich auch eine längere Vorlaufzeit von 6 Monate und wenn es dann noch so weit geht, dass ich dann da auch noch eine Bildungsfreistellung dazu bekommen kann, brauche ich dann halt auch eine Vorlaufzeit von ja, bis zu 12 Monaten. Weil das sind dann auch feste Lehrgänge, die muss ich dann auch im festen Ablauf dann auch planen. Und die Teilnehmer haben sich ja dann auch einzurichten mit Urlaub und was an sich alles dazu kommt. Auch lernt schon das Thema Bildungsfreistellung, wo ich ja nicht für alle Lehrgänge bekomme, hat ja schon eine Vorlaufzeit von 6 Monate. Genau, da vielleicht noch als Hinweis für die Zuschauer. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man haben muss, dann kann man Bildungsfreistellung beantragen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber oder beziehungsweise dass der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch hat auf Bildungsfreistellung, wie gesagt, verbunden mit bestimmten Bedingungen, aber man kann dazu seinen zusätzlichen Urlaub noch ein paar Tage im Jahr bekommen, um an solchen Bildungsveranstaltungen teilzunehmen und dafür nicht zwingend seine Urlaubstage nutzen zu müssen. Ja, das ist ein relativ breites Spektrum und viel zu tun. Und Sie sind ja schon lange dabei, Herr Bassler, und haben so viele Abläufe auch verinnerlicht. Und das haben Sie wahrscheinlich auch so zu Beginn des letzten Jahres gemacht, also die Planung so gemacht, wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben. Das heißt, die Planung war wieder super, alles war gut vorbereitet und im März kam alles anders. So, jetzt ist der Herr Bassler aus dem Bild raus und wir warten mal kurz, bis er sich wieder eingewählt hat. Ja, da kommt er schon wieder und dann kann ich meine Frage nochmal wiederholen. Er muss jetzt noch seine Kamera freischalten und dann dürfte er gleich wieder dabei sein.
Wir mussten das heute Morgen wegen technischer Probleme schon ein paar Mal machen, also von daher. So, ich bin ja wieder. Relativ schnell wieder da. Ton ist da, Herr Basler. Bild so, auch, super. Bin wieder voll da. Ja, gut, dass wir heute Morgen schon ein paar Mal eingeschaltet und ausgeschaltet haben, dann läuft das wie am Schnürchen. Okay, ich wollte gerade loslegen zum Thema Planung, Abläufe und aufs letzte Jahr mich beziehen, wo Sie wahrscheinlich auch das Jahr oder ganz sicher sogar super vorbereitet haben. Und im März kam es dann anders als geplant. Und was mich interessieren würde, ist erstmal, Herr Basler, was hat das mit Ihnen ganz persönlich gemacht? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als auf einmal alles dicht gemacht wurde? Ja, schwieriges Thema. Wir haben ja begonnen mit dem Jahr 2020. Da hatten wir gleich im Januar und im Februar hatten wir da einen Trainerlehrgang über 3 Wochenende und auch Trainerfortbildung. Und dort habe ich an der Sicht schon gesehen, was auf uns zukommen kann. Der erste Lockdown im März, der hat mich da schwer getroffen, als allererstes Mal bei mir in meinem Kreis als Verantwortlicher für die Kreismeisterschaft haben wir total abbrechen müssen. So, und 2 Tage später ist es dann auch reingegangen, gedanklich, wie geht es mit den Lehrgängen weiter? So, dort war man ja noch voller Euphorie. Das geht schnell an uns vorüber, sodass wir mit der Ball weitermachen kann. Und wir haben auch die restlichen Lehrgänge geplant im September, Oktober, November und noch Dezember. Also waren wir da noch komplett entspannt und haben an sich das auf uns zukommen lassen. Wir haben auch die Lehrgänge im September, Oktober noch ganz gut noch durchgezogen, waren an sich auch unsere wichtigsten Lehrgänge. Und mit einem Lehrgang, der in den November reingegangen ist, war dann sozusagen meine Hauptaufgabe gewesen auf einmal. Dann haben wir 2-mal umlegen müssen, aus terminischen Dingen, wo die Corona sich dann da gezeigt hat. Und der letzte war ja dann noch gewesen in der Sportschule in Schieferstadt. Dann haben wir da nochmal so gelegt auf den 1. November als letzter Tag und sind am Abend dann aus dem Lehrgang rausgegangen. Und dann war ja Montag schon der Lockdown. Also wir haben unsere wichtigen Trainerlehrgänge durchgebracht. Aber die Vorbereitungen für das Jahr 2021, wo wir mit den Vorbereitungslehrgängen beginnen wollten im November, Dezember, wo wir auch unbedingt brauchen, haben wir nicht mehr durchführen können. Und somit war mal das Thema passé gewesen. Für 2021, ja, fehlen uns die Lehrgänge, diese Vorbereitungslehrgänge. Wir sehen auch momentan aber auch noch kein Licht im Tunnel, bis wann wir wieder beginnen können. Weil man braucht ja für solche Lehrgänge ja auch die Räumlichkeiten dazu. Da kann ich nicht sagen, ich mache jetzt hier da einen Lehrgang mit 2 oder 3 Personen. So Lehrgänge, die sind ja sehr kostenaufwendig. Da braucht man dann schon wieder 10 bis 15, 20 Personen. Das heißt, wir bräuchten wieder so eine Freigabe in dieser Art, wie wir sie ja mal hatten. 8 bis 10 Personen an einen Tisch und einen gewissen Abstand wieder weitere 10 Personen. Das haben wir momentan nicht. Das ist halt jetzt ein Punkt, wo wir momentan nicht ganz so zufrieden sind, aber es ist halt so. Also Sie haben ja auch schon im
gezeigt, dass ihr im letzten Jahr so flexibel reagiert und verschoben und geplant haben, dass sie doch noch einen relativ großen Teil, also wenn ich da so mich an Rückmeldungen anderer Verbände erinnere, die hatten nicht ganz so viel Glück. Ganz schlimm hat es bei den Wintersportverbänden ausgesehen. Also die machen ja normalerweise ihre Skilehrgänge bis März und danach ab November gehen die auf den Gletscher. Also jetzt war dann im letzten Jahr, also jetzt 2021, 2020 Ende und 2021 ging da überhaupt noch nichts. Also von daher erst schon mal Hut ab dafür, dass Sie das doch so gemanagt haben. Wie war das denn mit Ihren Kollegen? Sie haben ja eben schon angesprochen, Sie haben eine Geschäftsstelle, die auch für die Vereine, ich glaube, da sitzt die Frau Rohr, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Da sitzt die Frau Rohr, die Frau Beißer, ja. Genau. Und dann haben Sie ja noch ein Team, also noch Kollegen in Ihrem Vorstand. Wie war das so ab März letzten Jahres? Haben Sie da weitergearbeitet? Ich weiß von manchen Verbänden, da sind die Geschäftsstellen geschlossen worden, da ging erstmal gar nichts, da lief nur der AB. Wie war das bei Ihnen im Verband? Wie haben Sie das geregelt, Herr Bassler? Also im März, wie dann der Lockdown kam, hat die Geschäftsstelle weitergearbeitet. Aber wir waren nicht mehr auf der Geschäftsstelle. Wir haben telefonisch gewisse Dinge geregelt oder per Videokonferenz. Und dann haben wir ja auch im Juli, wo ja die erste Öffnung war, war mal wieder so etwas Präsenz gewesen. Aber nicht mehr so, dass wir uns alle da zusammentreffen. Das war ja dann auch die Personenbegrenzung. Und dann haben wir halt, jeder hat ja gewusst, was zu machen ist. Und dann ist das so halt abgewickelt worden. Aber wir sind nicht in Kurzarbeit. Die Damen haben weitergearbeitet. Und wir sind halt verstärkt, sag ich mal, in den Homeoffice gegangen und haben halt per Video oder per Telefon gewisse Dinge dann geregelt. Der Sport ist an für sich, sag ich mal, ziemlich weitergegangen, bis der Abbruch kam. Wir haben dann auch die Meisterschaften da auch nicht ganz so abwickeln können, wie wir da gewollt haben. Es war ja totaler Abbruch gewesen. Und da war halt auch, sag ich mal, telefonisch halt vieles zu regeln gewesen. Warum ist das so? Wie können wir das nicht anders machen? Und das war halt alles, sag ich mal, Corona-Form nicht machbar. Denn alles, was wir nicht brauchen konnten, wäre ein Corona-Ausbruch um Schießstand oder bei einer sportlichen Veranstaltung. Das ist unmöglich. Und das haben wir an für sich auch da ziemlich gut an für sich auch durchgebracht. Ist gut, daran möchte ich nämlich anknüpfen, weil so Leute, die vielleicht nicht im Verein, egal jetzt mal in welchem Verein, Verband aktiv sind, die wissen ja logischerweise auch nicht, was alles so im Hintergrund getan werden muss, damit am Ende ein Ergebnis, eine Fortbildung, eine Meisterschaft oder was auch immer reibungslos abläuft, was da an Arbeit im Hintergrund ist. Das ist vielen ja auch logischerweise gar nicht bewusst. Jetzt ist es ja so, dass auch bei Ihnen trotz des guten Zeitmanagements ja viele Veranstaltungen leider abgesagt werden mussten. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ja, dann haben die auch nichts zu tun. Bei uns war es ja auch so beim Bildungswerk, wir machen ja auch Qualifizierungsangebote und alles, dass wir bei weitem nicht alles durchführen konnten. Ich persönlich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwie im letzten Jahr weniger zu tun hatte und dass ich mir Arbeit suchen musste. Wie war das bei Ihnen? Konnte man da sagen, okay, ja, machen wir jetzt nur noch halbe Tage oder wie war das bei Ihnen? Also bis zum Jahresende haben wir ja auch noch voll zu tun gehabt. Im Büro ist es halt genauso weitergegangen, weil da beginnt ja schon im November oder Dezember schon das neue Jahr mit Mitgliederbetreuung, die Abrechnungen, die Umlagen, Mitgliedermeldungen, Mitgliederstatistik. Also in dem Punkt ist ja an sich ja alles weitergegangen. Was halt auch gemacht worden ist, es sind halt viele
alten Dinge, die halt mal liegen geblieben sind, sind aufgearbeitet worden. Wir haben auch zu tun gehabt bis zum Jahresende mit den Lehrgängen. So, und für 2021 haben wir bis jetzt noch keine Lehrgänge gehabt. Ich habe zwar Kontakt mit meinen Ausbildern, aber wir haben uns halt auch da etwas mal konzentriert, was kann man anders machen. Wir haben auch gewisse Dinge umgestaltet, in neue Formen von Präsentationen und dergleichen, was halt auch sehr viel Arbeit gemacht hat, wo wir sagen können, wir können mit dieser Präsentationen auch neu starten in den Bereich über Videokonferenzen. Also die Dinge sind dann da gemacht worden. Wir sind auch viel, oder ich bin auch viel unterwegs bei anderen Verbänden, ob das jetzt da beim Landessportbund ist oder beim Sportbund Pfalz. Der Deutsche Schützenbund hat ja auch da das Thema schnell erkannt und hat auch da für seine Mitglieder das umgestellt, sodass da regelmäßig Kurse. Und dann hat man sich da auch mal, ja, mal sage ich mal, ein Bild darüber gemacht, wie kann in Zukunft solche Dinge anders gemacht werden. Da haben wir auch jetzt schon ja etliche Entwürfe soweit vorbereitet, die man jetzt mal nochmal intern besprechen muss, wo man dann auch jetzt vielleicht auch mal starten kann, wie es von dieser Seite aus weitergeht. Darf ich da kurz noch einhaken, Herr Bastler? Weil zu den Zukunftsaussichten würde ich gleich noch gerne kommen. Eine Frage, die mich aber noch beschäftigt in Bezug auf die jüngere Vergangenheit ist, das, was Ihnen und den anderen Fachverbänden widerfahren ist, ist natürlich auch den Vereinen mit den Mitgliedern widerfahren. Und da Sie ja Ansprechpartner von Vereinen sind, würde mich interessieren, mit welchen Wünschen und Anliegen sind denn die Menschen aus den Vereinen auf Sie zugekommen? Wo hat denn bei denen der Schuh am meisten gedrückt, wenn ich mal das letzte Jahr betrachte? Im Gegensatz zu sonst, zu den allgemeinen Fragen, die Vereine immer an ihre Verbände haben. Also da war der Schwerpunkt gewesen, wie kann ich wieder meine Sportstätte öffnen und wann kann ich wieder meinen Sport wieder ausführen. Das war an sich das Hauptthema gewesen und da waren jeden Tag waren da Fragen gewesen, wie geht es da weiter und das Thema mit diesen Corona-Bekämpfungsverordnungen war ja auch ein riesen Problem gewesen. Das zu lesen, das zu verstehen. Man hat das einigermaßen in die Reihe gebracht. Dann hat man das wieder 2-3 Tage seinen Mitgliedern da erklärt. Und 3 Tage später kam eine neue Verordnung. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Die Mitglieder haben sich auch gejammert, ist ganz klar. Wenn wir unsere Schützenhäuser nicht aufmachen können, verlieren wir Mitglieder. Viele Dinge waren auch gewesen, wir müssen als Verband was tun. Ist sehr, sehr schwierig. Da jetzt über Verband unsere Frau Dreyer da anzusprechen, hallo, wir müssen unsere Schießstände öffnen, das ist ja ein Thema, was nicht ganz funktioniert. Das hat auch viel auch nicht ganz verstanden. Wir haben unsere Bestmögliches getan. Und haben auch gewisse Dinge auch erfahren, bekommen, aber es sind halt auch gewisse Dinge nicht gegangen. Also das war ein sehr schwieriges Teil gewesen, was heute immer noch ist. Das andere war halt auch gewesen, wie geht es mit den Lehrgängen weiter? Das ist ein kleinerer Teil. Wie geht es mit Schulungen weiter, wie geht es mit der Jugend weiter, die unterste Stufe im Jugendbereich, wo ja die Kreise durchführen, ist total.
mental ja zum Erliegen bekommen. Viele haben auch mal sich gemeldet, was soll man machen, war halt nicht gewesen. Wir sind halt so ein Sport, da kehrt das Sportgerät mit dazu und das ist jetzt kein Sport, wo ich dann sage, dann geht halt im Wald oder irgendwo laufen oder joggen. Die Teilnehmer oder die Jugendlichen und die Sportler, die wollen an ihre Sportgeräte ran. Das war halt auch vieles, wo wir halt mit den Mitgliedern da besprechen mussten und auch die so weit reinbringen mussten, dass sie das wieder akzeptieren. Ja, so war an sich der Hauptablauf gewesen von unserem Thema. Ja, also praktisch wollten die Vereine von Ihnen oft dann einfach so ein fertiges Paket haben, wie kann ich denn jetzt damit umgehen und möglichst so, dass die Schützen vieles dürfen, weil der Verband mit der Politik da Regelungen trifft, die einfach aufgrund der Situation nicht zu treffen waren. Ja, kann ich mir vorstellen, hört sich bestimmt nicht ganz einfach an. Und wenn man auch jugendlichen Schützen sagt, also als Schütze musst du auch körperlich eine gewisse Fitness haben, dann nutzt doch jetzt mal die Zeit, ohne dein Sportgerät dich entsprechend körperlich weiterzuentwickeln, dass denen das dann nicht unbedingt so viel Spaß macht, das kann man auch nachvollziehen. Herr Bastel, Sie haben eben schon ein bisschen angedeutet, was so in die Richtung, was angedacht wird und wurde. Vielleicht können Sie uns da noch so ein bisschen erzählen, welche der Maßnahmen, also so Veränderungsmaßnahmen aufgrund der Situation, konnten recht schnell ergriffen werden und welche Anpassungen haben etwas länger gedauert. Vielleicht noch in Verbindung mit dem Thema Aus- und Fortbildung. Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass es bei einer Ausbildungs- oder Fortbildungsveranstaltung, egal jetzt in welchem Verband, immer einen gewissen Praxisanteil gibt. Und ich vermute mal, dass man da bei der Umstellung in den Online-Modus, was ja jetzt überall versucht wird, relativ schnell an seine Grenzen stößt. Meine Frage ist das so? Und wenn ja, wie haben Sie das gemanagt? Also so diese beiden Geschichten würde ich vielleicht jetzt mal so als gemeinsame Frage stellen, also Anpassung schnell oder längerfristig und dann hier der Bereich Fortbildung mit dem Thema Online-Möglichkeiten. Also ich sage mal so, es gibt ja dann mit der Umstellung hat es auf einmal ganz andere Aufgaben gegeben, die man nicht so, wie es früher gewohnt war, hat man etwas anders machen müssen und zwar auch ein ganz anderes einmal Aufgabengebiet gewesen, wie Mitgliederbetreuung und die wieder da zu stillhalten. Das andere ist halt etwas schwierig, haben wir aber auch schon jetzt auf die Reihe gebracht. Ich bin auch unterwegs mit dem Thema, schaue mir auch viele Dinge, wie machen das andere Vereine oder andere Verbände. Man kann da auch nur so grob die Richtung mal rausholen, denn was ein Fußballverein macht oder ein Ruderverein macht, da können wir sage ich mal, nicht ansetzen, weil wir wieder ein ganz anderes Gebiet haben. Aber man kann so mal das Feeling davor bekommen, wie wird es da angenommen. Und da haben wir momentan noch so ein bisschen noch ein Mango, wo wir aber demnächst anpacken müssen und müssen halt mal wenigstens in einem kleinen Rahmen mit kleinen Dingen starten, wo wir sagen, wir fangen mal hier mal an mit kleinen Präsentationen, ob das jetzt da mal ist, man trifft sich mal in der Runde, was gibt's hier für Probleme, so dass sagen wir, wir sind ein großer Verband mit 30.000 Mitgliedern. Wir werden das auch nicht so packen, dass die alle an einem Tag da jetzt vom Bildschirm sitzen. Aber wenn hier mal ein Anfang gemacht wird, so dass, ich sag mal,
15. Ich war jetzt bei anderen Veranstaltungen mal mit dabei. Du bist in dieser Art, die ich ja am denke, da waren es 20 bis 25 Teilnehmer. Es ist ein Anfang. Und wenn hier mal der Anfang gemacht ist, das kennen Sie ja auch, der telefoniert mit dem, der telefoniert mit dem, der telefoniert mit dem. Und die Mund-zu-Mund-Propaganda, die geht da ziemlich schnell. Und dann kriegt man, glaube ich, auch den Punkt wieder ganz gut in die Reihe, sodass man hier auch wieder eine gute Mitgliederbetreuung hat, auch wenn es nur per Video ist. Ist klar, es ist was anderes wie eine Präsenzveranstaltung. Und wenn die Themen, dann kann man ja die Probleme erkennen und wird auch dann die Themen auf das hin dann auch anpassen. Und dann kann man da gewaltig nachsteuern. Aber es ist so, wie wir es auch heute wieder live erleben, alleine kann man das nicht machen. Man muss im Team sein, es müssen die Voraussetzungen gegeben sein und die Angst muss genommen werden von dem Einzelnen auch vor der eigenen Kamera zu sprechen und sich da zu zeigen. Und das sind Dinge, die man Bilder anschauen im Internet, ist wieder ein anderes Thema, so wie wir jetzt heute da live zusammen sind. Und das ist, glaube ich, jetzt die nächste große Aufgabe, wo da auf uns zukommt, wo anderen schon etwas weiter sind. Und also ich war schon bei Präsentationen mit dabei gewesen. Da haben wir angefangen mit 50. 4 Wochen später waren es 150. Und jetzt ist die Teilnehmerzahl begrenzt bis 500. Das sind Wunschzahlen. Da werden Sie wahrscheinlich auch träumen. Aber wenn wir starten können, was mein Bestreben wäre, und wir können das so in die Reihe bringen, dass wir da eine gewisse Anzahl dann haben und können das steigern, wäre mein. Aber wir haben was in der Vorbereitung und werden mit dem Thema auch vier Lehrgänge, die wir dann sagen, die braucht man nämlich alle. In Präsenz. Wir können da vieles auch per Online machen und machen halt die Prüfung. Es gibt gewisse Kriterien, auch unsere Trainerlehrgänge, die sind ja vorgeschrieben von dem Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es ein dickes, fettes Buch, abgesegnet vom Deutschen Schützenbund. Da sind Richtlinien drin, Kriterien drin, die erfüllt werden müssen. Aber auch hier kann man bestimmt 2, 3 Dinge per Video machen. Und man ist dann auch manchmal auch leichter zu Hause für sage ich mal, theoretische Sachen, praktische Sachen und Prüfungen. Klar, kommt man ja drum herum, immer noch vor Ort gemacht werden. Herr Basler, was man bei Ihnen merkt, ist, Sie sind in ganz vielen Gebieten zu Hause. Deshalb ist es ein heimliches Wissen, was Sie uns rüberbringen können. Ich habe aber immer mal noch so ab und zu eine kleine Zwischenfrage oder Anmerkung. Und zwar fällt mir zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, auch ein, ich kann das bestätigen, was Sie sagen, mit diesem unguten Gefühl und ängstlich sein, um so ein ganz neues Format zu starten. Das geht uns im Hauptamt auch so. Wir müssen es dann mehr oder weniger. Im Ehrenamt kann man sagen, okay, wir machen jetzt erstmal zu und gucken mal, bis es vorbei ist. Aber es ist jetzt dann doch nicht so schnell vorbeigegangen und von daher wird uns das mit Sicherheit immer mal wieder beschäftigen. Und da vielleicht der Hinweis von mir, dass es von anderen Verbänden oder Organisationen auch, aber auch von uns ganz praktische Hilfe gibt bei der Durchführung von Online-Veranstaltungen. Also es kann
sich dabei um eine Mitgliederversammlung halten. Es kann sich dabei um einen Austausch halten, den Sie eben angesprochen haben, den ich aus meiner, ich bin ja, außer dass ich hauptamtlich tätig bin, auch schon, ich glaube, über 40 Jahre im Verein, auch ehrenamtlich engagiert, dass dieser Kontakt mit den Mitgliedern, also wenn wir jetzt mal auf die Vereinsschiene gehen und wenn Sie als Verband Ihre Vereine als Mitglied nehmen, also dass dieser Kontakt auch in solchen Zeiten nicht abreißen kann und dass eine Präsenzveranstaltung natürlich was anderes ist als eine Online-Geschichte. Wenn wir jetzt zusammen in einem Schützenhaus sitzen würden, uns gegenüber eine Apfelschorle oder was auch immer trinken, dann wäre das wahrscheinlich nochmal ein anderes Gespräch. Aber auch so kann man gut Informationen austauschen und was man als Organisation auch gut kann, ist das, was Sie eben angesprochen haben, so eine Rückmeldung erlangen von den Mitgliedern, wo drückt denn der Schuh? Und das ist in so einem Gespräch, wenn man sich sieht, immer noch ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt vielleicht eine Mail schreiben muss. Also es ist schon ein Stück weit persönlicher und es ist halt das, was wir im Moment leisten können als Verband. Man kann nicht überall eine 1-zu-1-Betreuung machen und zu jedem seiner Vereine fahren. Und da ist es halt so, dass wir als Bildungswerk da auch eine Plattform zur Verfügung stellen, das vielleicht auch nochmal an die Zuschauer, egal ob Vereins- oder Verbandsebene, dass wir sagen, wir haben da was seit mehreren Jahren in der Nutzung und können da unsere Erfahrungen, die wir natürlich am Anfang auch sammeln mussten, weitergeben und so das, was Sie eben angesprochen haben, so die Angst vor dem Ausprobieren nehmen, dass das nach kurzer Zeit vollkommen normal ist. Wir haben also auch schon einige Vereine, die dort Kurse im Verein online anbieten und es ist genau so, denke ich, wie Sie eben angesprochen haben. Es gibt bestimmte Bereiche, die kann man eventuell online abbilden und bei anderen Bereichen ist es schwierig bzw. nicht unmöglich. Das heißt aber nicht, dass man diese bestimmten Bereiche nicht angehen kann. Ich habe ja eben schon gesagt, klar stößt man irgendwo an die Grenzen, aber es wäre dann schön, wenn man sagt, okay, ich versuche es trotzdem so weit, wie es geht und es muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, Großveranstaltungen mit 500 Leuten zu machen, je nachdem, was man vermitteln will oder vor allen Dingen, wenn man in den Austausch kommen will. Das ist mit einer Veranstaltung mit 500 Leuten schwierig bis unmöglich, sondern da ist es wirklich so, man präsentiert was und hat eine relativ große Reichweite. Wenn es aber wirklich darum geht, Probleme zu diskutieren, dann denke ich mir, sind die Vereinsvertreter, wenn man da eine Runde von 15 hat, ist das schon recht viel. Und wie Sie schon gesagt haben, dann greift der eine zum Telefon, ruft den an und dann sagt er im Verein, ja, wir haben aber aufgrund der Zusammensetzung unserer Vereinsstrukturen keinen IT-Fachmann im Vorstand oder im Club, der uns da helfen könnte. Und wenn man dann nur den Tipp kriegt, ja, dann ruft doch mal da an, frag doch mal beim Bildungswerk nach, dann kann man für kleines Geld ein Jahr lang ein bestimmtes Programm nutzen, dann kann das schon sein, dass der Verein dafür sehr, sehr dankbar ist. Herr Wasser, Sie haben ja gesagt, es ist da schon einiges in der Mache. Sie sind auch rührig viel schauen nach links und rechts. Ich denke, das ist auch eine gute Voraussetzung, um zu gucken, was ist denn so auf dem Markt da, was ist möglich und was passt zu meinem Verband am besten. Sie haben auch schon einiges angeboten und deshalb würde mich die Frage interessieren, beziehungsweise die Antwort auf die Frage, bei diesen Angebotsformen, die da so im Moment laufen, haben Sie da eine Idee, eine Vorstellung, wo Sie sagen, das ist eine richtig gute Geschichte und ich kann mir auch vorstellen, dass man das nach der Pandemie auch noch fortführen will, auch wenn man dann nicht mehr dazu gezwungen ist, sondern aus dem Grund, dass man gemerkt hat, das bietet so viele Vorteile, dass nur dieses reine Präsent-Dasein nicht so ausschlaggebend ist, weil wir wissen ja, gut, jetzt sind Sie im Bereich der Pfalz, auch die Pfalz ist nicht ganz so klein, also da kriegt man noch locker mal von einem Ort zum anderen, gerade wenn man jetzt auf Verbandsebene tätig ist, Hin- und Rückfahrten, ja, mehr als ja, fast 200 Kilometer kriegt man da locker hin und von daher wäre meine Frage, können Sie sich da vorstellen an Sachen, wo wir sagen, oh, das sind 3, 4, 5 Jahren ganz normal, Pandemie hin oder her und das hätten wir vorher nicht gedacht? Also meine Idee mit dem Thema in kleiner Runde mal zu starten und in einem kleinen Beitrag das Thema reinzubringen, mal Kontakt aufzunehmen, wie findet ihr das, so auch mal die Angst zu nehmen, das wäre jetzt sozusagen mein Gedanke, dass man da eventuell mal was in 4 Wochen starten kann.
zu einem Thema müssen ja auch, das kann einer alleine ja nicht machen. Es muss noch eine weitere Person irgendwo im Hintergrund sitzen, die Teilnehmer im Blickfeld hat, die Chats da hat. Das ist ein Punkt, da muss auch der ein oder andere da mit zusammenspielen. Und da kann man auch mit ganz kleinen Beiträgen beginnen. Ich sage mal, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen in einem Schießablauf, Tagesablauf, Schießstand zu erklären. Ist ein allgemeines Thema, aber auch mit solchen Dingen kriegt man wieder Leute mal zusammen und dann kann man das Thema auch steigern. Wenn jetzt wir sagen, wir brauchen bis zum Spätjahr, kriegen wir gewisse Dinge nicht ganz in die Reihe von Lehrgängen, wie das Thema verantwortliche Aufsicht. Auch das ist, sage ich mal, ein Thema, kann man zu 75% in Videokonferenz machen. Und wenn kleine Lockerungen sind, so dass wieder zwei oder drei um Schießstand dürfen oder zusammenkommen dürfen, haben wir auch diese geförderte Prüfung als Präsenz kann man da durchführen. Also die Punkte sind meine Überlegungen und da will ich in 4 bis 6 Wochen dorthin. Die Zukunft, die wird wahrscheinlich auf dem Gebiet auch dann so bleiben, denn wir sehen das auch selbst, also in der Vorstandschaft sind wir mit dem Thema ganz gut unterwegs. Mit dem weiteren Team klappt es nicht ganz so, aber es ist okay. Aber es gibt aber auch andere Dinge, die sagen, wir wollen was tun, so wie ich ja mich auch mal umschaue, was machen andere, wo kann man wieder was Neues sehen. Ich meine, ich war vorige Woche bei einem anderen Verband auf so einem kleinen Lehrgang gewesen, die haben eine kleine Abläufe von Schießständen präsentiert. Da habe ich ganz neue Ideen bekommen, muss sagen, da muss ich bei mir nochmal ganz gewaltig, muss ich mal nachbessern. Und sind halt gewisse Dinge, muss man halt auch überlegen. Ich kann da nicht alte Bilder, ich muss auch frische Bilder bringen, Präsentationen bringen, die auch dann vom in einer Videokonferenz auch nicht langweilig wirken. Das sind halt die schwierigsten Punkte. Ein Thema eins kennen und dann ablaufen lassen, das ist, glaube ich, nicht der Sinn. Und das ist auch das Schwierige, mal das zusammenzustellen, auch dann mal mit einem anderen das Thema noch besprechen. Das bin ich noch, da bin ich noch mit dabei. Da sage ich mal, schau dir mal das an. Wir machen mal einen Probelauf. Das steht momentan sozusagen in den stattlichen, aber die Zukunft wird dann, viele Dinge werden auch dann darüber bewältigt. Und man spart Geld und Fahrgeld. Wie Sie sagen, von dem einen Weg ins andere sind riesengroße Strecken. Sie sind ja ziemlich weit oben oder am Niederrhein ja tätig. Wenn wir sowas jetzt präsent machen, hätten wir ja Reisekosten, wo dann jeder sagt, die kann man anderweitig einsetzen. Das ist ganz klar. Also der Punkt wird kommen und der wird uns nachverfolgen. Ich finde das schön, dass Sie den Westerwald schon bis zum Niederrhein ausstrecken, aber so groß ist er ja dann doch nicht. Aber ich habe schon verstanden und wir merken das auch, dass gerade das Thema Fahrten, und wir sind ja auf Rheinland-Pfalz-Ebene tätig, dann sind das noch ein paar Meter mehr. Und wenn man jetzt an die
Veranstaltungen auf Bundesebene denkt, zu denen man als Fachverbandsvertreter ja auch schon mal fahren muss, dann reden wir nochmal von ganz, ganz anderen Strecken. Was mir eben bei Ihren Ausführungen noch eingefallen ist, wo Sie gesagt haben, ja, ich muss mich dann auch noch mit anderen zusammentun, um da so Wissen ein bisschen zu ballen, da denke ich mir, eine gute Möglichkeit der Herangehensweise wäre jetzt gerade auch verschiedene Altersgruppen zu verbinden. Also wir merken das bei uns im Kollegium auch. Ich bin ja schon etwas länger dabei. Wir haben aber Kollegen, die und Kolleginnen, die locker mal 25 Jahre jünger sind und die, also da ist zum einen unsere Erfahrung und dann zum anderen den ihr Wissen um auch die neuen Kommunikationstechniken und Ideen, und für die ist das ein Klacks, innerhalb von 2 Minuten verschiedene aktuelle Fotos zu dem Thema hochzuladen, wenn die denn von einem älteren Kollegen oder einer Kollegin einfach so die grobe Richtung vorgegeben bekommen. Also die Inhalte müssen wir transportieren in dem Lehrgang, das ist wichtig, das gibt uns auch der Dachverband vor. Hast du eine Idee, welche interessanten Fotos oder wie wir das am besten präsentieren können? Also wenn man da so ein bisschen in Kooperation kommt, denke ich, haben dann auch jüngere Mitglieder, die vielleicht sonst eher denken, boah, der hat 100 Jahre Erfahrung, dem kann ich das Wasser eh nicht reichen, die haben dann einen Bereich, wo sie sagen können, boah, hier kann ich mich gut einbringen und hier werde ich auch wertgeschätzt und hier kann ich was für die gemeinsame Sache tun. Also von daher bietet das auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Ja, das war schon auch so ein bisschen schon der Blick in die Zukunft. Was mich da noch so interessiert ist, wird es sich verändern? Sie sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen, also die Arbeit im Verband in den nächsten, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahren, wir hoffen, dass das jetzt vielleicht mit dem Laufe diesen Jahres, mit der Pandemie zumindest mal so abebbt, dass man ein bisschen mehr in die Normalität zurückkommt. Und also wie wird das sich für die Zukunft gestalten? Kommen wir da in die gute alte Zeit zurück? Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft, wie würde der für Sie aussehen? Also wir werden in die alte Zeit nicht zurückkehren. Das glaube ich nicht. Es werden gewisse Dinge kommen. Aber in die alte, gute Zeit werden wir nicht ganz so zurückkehren. Wir werden viele Dinge, sagen wir per Videokonferenzen, da abwickeln werden müssen. Das kommt automatisch, weil wir haben ja dann sozusagen jetzt auch hier gelernt, es war ja auch immer das alte Thema, Digitalisierung Deutschlands. Wir haben auch jetzt vor der Pandemie gemerkt, wie schwierig immer das Thema war, und haben auch jetzt gemerkt, wie das auch umzusetzen geht, ob das beruflich oder im Sport. Und da gibt es jeden Tag neue Ideen, wie man das eine oder das andere da machen kann. Also das wird sich ganz gewaltig verändern. Da sind die Sportverbände ganz gut aufgestellt, hauptsächlich diese, die dort ja auch das Thema beruflich machen. Und Sieht dann auch. Wunsch aus, Herr Basler? Wie sieht es mit Ihrem Wunsch aus? Das interessiert mich doch viel mehr. Mein Wunsch ist mehr Engagement im Ehrenamt, sodass wir jüngere Leute reinbekommen, die dann das Ehrenamt da unterstützen. Und mein Wunsch ist auch der Weiterführung dieser digitalen Information. Okay. Ja, vielleicht ist das mit dem mehr Engagement von jüngeren Leuten ja auch möglich durch diese Kombination, die ich eben schon angesprochen habe. Eine Frage, die mich auch noch interessiert ist, die Vereine konnten ja jetzt im letzten Jahr so von dieser wirklich klassischen Vereinsform, vielleicht Tag der offenen Tür, was sie sonst alles machen, um Jugendliche zu gewinnen, ja nur einen Bruchteil von dem machen, was sie vielleicht sonst gemacht haben. Haben Sie Angst, dass da so ein kompletter Jahrgang wegbricht, oder werden die Jugendlichen, die sich eventuell fürs Schießen interessieren, dann halt einfach ein Jahr später kommen? Spannende Frage. Also wir haben nicht eine kurze Antwort. Ja,
die ist mit einer kurzen Antwort, glaube ich, auch nicht zu beantworten. Also wir, das ist meine Meinung jetzt sozusagen, und so ist einfach mal da der Stand. Es wird nicht ein Jahr wegbrechen, es werden 2 Jahre wegbrechen. Die Pandemie hat ja im vergangenen Jahr begonnen, im März. Und die ersten Sportler, die ja neu eingetreten sind, einem Verein, sind auch verloren gegangen. Es waren ja auch viele Mitglieder, junge Mitglieder schon da gewesen, die ja in dem Bereich, wir machen Probetraining, und kurz vorm Eintritt gestanden haben oder wo ja vom Verein ja schon ihren Beitrittserklärung da mitbekommen haben, aber nie mit dazugekommen sind, das retour zu bringen. Also wir werden 2 Jahre mit dem Thema verlieren. Und was von den Vereinen übrig bleibt, die zum Beispiel jetzt auch, sage ich mal, jetzt nicht über Mitgliederwerbung, Mitgliedergewinnen gearbeitet haben. Ein Verein muss sich ja auch finanzieren. Das ist nicht immer gegeben über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Da werden viele Dinge über Sportfeste, Takte, Kerbe und ich komme auch einem Verein raus. Wir haben Osterschieße gemacht. Das war ein dicke, fette Batze Geld. Da habe ich meine Sportler mitfinanzieren können bis hoch zur deutschen Meisterschaft. Diese Dinge sind an sich all ja für 2 Jahre weggebrochen. Finanzielle Situation, was jetzt in meinem Verein aussieht, will ich Ihnen gar nicht groß erklären. Wir werden, wenn die Pandemie rum ist, ob das dieses Jahr noch wird oder Beginn 2022, da wird es noch viel besser aussehen, werden wir mal ja, drüber schauen, was ist noch übrig geblieben und wo sind Vereine an ihren Grenzen gestoßen und wo müssen gewisse Vereine müssen hier das Handtuch werfen. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo man mal noch abwarten muss, wie kommen wir da raus? Ja, das kann ich gut nachvollziehen und entnehme Ihrer Miene auch, wie ernst das ist. Und da bleibt dann wirklich nur zum einen zu appellieren, dass auch wenn es wirklich schwer fällt, dass gerade wenn man in solchen Situationen ist, wo man denkt, boah, das hier geht an meine Existenz, dass man gerade dann vielleicht versuchen sollte, das, was möglich ist, an Werbung, an Innovation zu machen, um dann, wenn es losgeht, wirklich vorbereitet zu sein und nicht dann zu sagen, so jetzt müssen wir mal überlegen, was wir für Veranstaltungen machen, weil dann zählt wahrscheinlich auch jeder Monat. Von daher, auch wenn es schwer ist, also mir ist das schon klar, man fällt da so eine Lethargie rein, aber dass man dann sagt, okay, wir versuchen alles und wir haben jetzt Zeit dadurch, dass verschiedene Veranstaltungen nicht stattfinden können und in der Zeit überlegen wir uns was können wir denn entweder Corona angepasst machen oder was können wir Außergewöhnliches machen, wenn es denn wieder weitergeht. Wir sind gespannt. Ja, ja. Ich sage da nochmal ganz kurz ein, auch diese Mitgliedergewinnung, die passiert ja nicht bei den Verbänden oder wie zum Beispiel mal auch beim Landessportbund oder auch jetzt beim Bildungswerk. Ihr könnt dort viele Dinge auch unterstützen, aber die Mitgliedergewinnung, die passiert ja unten an der Basis, am Verein. So, und da ist wieder das Engagement der Ehrenamtler wieder gefordert, hämmert ihr noch so. Und dann wird wahrscheinlich auch ein großer Hilferuf wieder kommen. Wir haben Mitglieder viele verloren. Wie könnt ihr uns unterstützen? Und klar, da kommt wieder die Frage zu uns. Da kommt dann die Frage von uns weiter an die nächsthöheren Verbände. Ich weiß auch unseren Hauptverband. Der hat ja das Thema auch mal lang drauf gehabt. Wir haben es auch momentan wieder etwas verloren. Aber das wird so ein Hilferuf kommen, der wahrscheinlich von allen Sportvereinen, egal was es ist, Fußballverein, Leichtathletik, die werden all da mit dem Thema konfrontiert.
Das ist definitiv so, das habe ich auch in vielen Gesprächen schon wahrgenommen. Und ein Verband kann natürlich auch diese Arbeit den Vereinen nicht abnehmen. Der kann da wirklich nur unterstützen und motivieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass er sich selbst innerlich so aufstellt, dass man positiv nach vorne blickt. Und das tun sie, sonst würden sie die ganze Arbeit auch nicht machen. Das habe ich auch in den Vorgesprächen mitbekommen. Ich bin mal gespannt, Herr Bassler, wie es kommen wird. Danke Ihnen schon mal ganz, ganz herzlich für die Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde miteinander gesprochen. Die ist für mich zumindest mal wie im Flug vergangen. Ich wünsche Ihnen weiterhin trotz aller Schwierigkeiten viel Spaß bei Ihren Tätigkeiten für den Pfälzischen Sportschützenbund. Dankeschön. Auch ich bin gespannt und bin auch gespannt, wie kommen wir aus dieser Pandemie, kommen wir raus. Dankeschön. Ja, damit darf ich mich für heute verabschieden. Weise gerne auf die morgige Folge unserer Sendereihe Bildungswerk Live hin. Und besseren Übergang kann es nicht geben. Wir hatten das schon angesprochen mit Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen. Morgen geht es um das Thema digitale Vorstandssitzungen mit Sport bewegt online. Das ist die Plattform, die ich eben kurz mal erwähnt habe, wo die liebe Kollegin Annika auch im Chat schon eine Verlinkung eingebracht hat. Über dieses spannende und hochaktuelle Thema wird uns, oder das Thema wird uns morgen unser Geschäftsführer Marco Fusaro näher bringen. Ich glaube, es ist 18 Uhr angesagt, aber das kann man auf unserer Homepage sehen. Und wenn man zu der Uhrzeit nicht gucken kann, gilt dasselbe wie hier für die Sendung. Die Sendungen werden aufgezeichnet und die kann man sich dann nachher bei uns unter Bildungswerk Live anschauen. Ja, damit tschüss und macht's gut.